Ich bin Architekt. Meine Ausbildung ist ein klassisches Architekturstudium. Habe Praxis in vielen, vielen Büros gemacht, schon während meinem Studium. In der Schule habe ich eine volle Lehrverpflichtung. Das sind ein bisschen mehr als 20 Unterrichtsstunden plus Vorbereitung. Das sind wirklich zwei Standbeine, die gleich stark sind. Ich habe immer schon gern mit Kindern gearbeitet, denen etwas beizubringen, das liegt mir irgendwie. Auch Leute zu motivieren liegt mir. Das hat sich schon im Zivildienst gezeigt und dann aber auch später beim Bergsteigen und bei anderen Aktivitäten. Und wie ich dann gefragt wurde, ob ich an die HTL gehen möchte, war das eigentlich relativ klar, dass das gut klappen könnte. Aus der Schule kann man viele Dinge mitnehmen, vor allem von den Jugendlichen kann man sich diese Leichtigkeit, auch diese Unbeschwertheit, auch diese Ehrlichkeit, die Jugendliche haben, ist oft sehr bestechend. Wenn ich gefragt werde, wie das ist, als zweites Standbein den Lehrerberuf zu ergreifen, dann kann ich das nur empfehlen. Und es hat meinen Beruf als Architekt stark bereichert. Also ich habe sehr viel über meinen eigenen Beruf gelernt, über meine eigene Tätigkeit. Und das, was ich wiederum in meinem eigentlichen Beruf als Architekt lerne, kann ich jeden Tag mit in die Schule bringen. Und das merken die Schüler und Schülerinnen natürlich, dass man mit Erfahrung kommt, dass man aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und das befruchtet sie eigentlich täglich. Und das ist der große Reiz und für mich auch das große Vergnügen.